Hallo zusammen, Meier3007 hier und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat für den Oktober 2022. Ein sehr, sehr erfolgreicher Lesemonat bei mir, denn ich konnte insgesamt 7 Bücher beenden. Es waren 5 Print- und 2 E-Books, also damit bin ich mal mehr als zufrieden. Bei der Reiselust-Challenge war man ja letzten Monat bei 133 Punkten stehen geblieben. Schauen wir mal, was jetzt dazu kommt. Mein erstes Buch, das ich gelesen habe, war von Inge Zinser, Mordstour. Der dritte Fall für die Kommissare Zonder und Eichele. Kommissar Zondler ist gerade mit seiner Freundin Jette im Lautertal auf der Schwäbischen Alb auf einer großen Wanderung unterwegs. Doch diese entspannte Wanderung wird hier unterbrochen, als sie in einer Waldhütte eine Leiche finden. Jette kennt den Mann sogar, denn er ist ihr Homöopath aus Hayingen. Sie quartiert sich im Gasthof Kreuz in Hayingen ein, von wo aus Kommissar Zondler mit den örtlichen Kollegen und auch unterstützt von seinem Kollegen Eichele die Ermittlungen aufnimmt. Das Problem ist nur, es ist absolut kein Motiv für diese Tat zu erkennen. Nur wenig später gibt es eine zweite Leiche, den Nachbarn des Toten. Sollten die beiden Fälle etwa zusammenhängen? Ob das so ist und was dahinter steckt, müsst ihr selber lesen. 4 Sterne hat mir wieder gut gefallen. Für die beiden Kommissare habe ich ja schon 2 Bände-Fälle gelesen mittlerweile, nämlich Grabschering und Beißzahn vom Filztal. Auch dieser Schwabenkrimi hat mir wieder gut gefallen. Gab ein schönes Lokalkolorit und ich fand es auch immer wieder schön, dass das Ganze ein bisschen in Mundart geschrieben wurde. 4 Sterne und ein solider Krimi. Dann kommen wir zu meinem Monatshighlight, Trollschoppe von Gina Greifenstein. Der neue Fall für Paula Stern. Dazu ist ja die Rezension bereits auf meinem Kanal veröffentlicht. In Essingen wird gerade Kerwe, sprich Kirchweih, gefeiert. Und es ist ein sehr feuchtfröhlicher Abend für Paula Stern, ihren Freund Matthias und Kollegen Bernd Käser und seiner Freundin Marianne. Am nächsten Tag wird unweit des Festplatzes eine Leiche entdeckt und Paula Stern muss trotz höllischen Katers ermitteln. Volle 5 Sterne hat das Buch bekommen, mehr dazu erfahrt ihr in meiner Rezension. Ach ja, und da es ja wie das erste Buch beides in Deutschland spielt, gibt es wieder 2 Punkte, gibt es für jedes der bisher gezeigten Bücher 2 Punkte auf die Challenge. Dann habe ich was Dickeres gelesen, das hier. Philipp Singermann, White Adair, der Feuerlöscher. Eine Biografie. White Adair war ein sehr, sehr berühmter Feuerwehrmann, der immer dann ausgerückt ist, wenn eine Gasquelle oder Erdölquelle außer Kontrolle geraten ist. Er hat zum Beispiel das Feuerzeug des Teufels, eine 200 Meter hohe Feuersäule in der Wüste gelöscht. In Algerien war das damals. Oder auch, er kam auch zum Einsatz, als die Bohrinsel Piper Alpha explodierte. Es war sehr, sehr spannend, die Biografie dieses Mannes zu lesen. Allen, die sich für die Feuerwehr interessieren, kann ich das Buch empfehlen. Ich hatte das ja schon mal gekauft, aber da hat es so gestunken und so verdreckt ausgesehen, dass ich es gleich wieder zurückgeschickt habe. Diesmal hatte ich zum Glück Glück mit diesem Buch. Dann habe ich ein Buch gerereadet, Wolf Schreiner, Engelsgeduld, ein Krimi aus dem Bayerischen Wald. Der 5. Fall für Pfarrer Senner. Hierzu ist ja auch schon lange die Rezension online auf meinem Kanal. Kam 2015 diese Rezension und es hat mich sehr gefreut, jetzt das Buch nochmal zu lesen. Habe ich ja gemeinsam mit der Claudia von Claudias kleine Welt gelesen. Spielt auch in Deutschland und sind die nächsten 2 Punkte auf der Reiselust-Challenge. Dann habe ich ein Buch gelesen, da habe ich mich schon sehr lange drauf gefreut, nämlich von Sarah Lark, Schutzhof Schwalbennest, ein Zuhause für die Minis. Im Schwalbennest sind 2 neue Tiere eingezogen,
Die Mini-Ponys Wolke und Faxi. Olivia ist sofort hin und weg von den beiden. Doch drei andere Geschehnisse trüben den Frieden auf dem Hof. Denn ein Mädchen, das noch kurz zuvor um die Aufnahme ihres Pflegepferdes gebeten hatte, verschwindet mit dem Pferd plötzlich spurlos. Olivia und ihre Mutter Julia glauben zu wissen, wo sich die beiden befinden und machen sich auf die Suche. Das Buch hat mir gut gefallen, aber der erste war noch ein bisschen besser. Hier fand ich die Story manchmal ein bisschen verwirrend geschrieben. Ich finde, da wollte man ein bisschen zu viele verschiedene Handlungsstränge reinpacken in das Buch. Leider nur 3 Sterne diesmal, nicht ganz zu meinem Fall. Der erste hat mir super gut gefallen. Wenn es weitere Bücher rund um den Schutzhof Schwalbennest gibt, werde ich die auf jeden Fall auch wieder lesen. Spielt in Deutschland und somit haben wir wieder 2 Punkte auf der Challenge. Ja. Und jetzt habe ich ja noch, wie gesagt, 2 E-Books gelesen. Zum einen konnte ich ein E-Book beenden, das ich schon länger mal angefangen hatte, Rocky Mountain Race. Der 8. Fall aus der Rocky Mountain Reihe von Virginia Fox. Diesmal thematisiert ja das Buch Rebecca und Adrian schwerpunktmäßig. Rebecca ist ja mehrfache Weltmeisterin im Barrel Racing. Aber nach einem schweren Unfall mit ihrem Pferd will sie sich Ruhe gönnen und kehrt somit auf die Ranch ihres Bruders in Independence zurück. Dort trifft sie auch auf Adrian, der vor einigen Jahren schon mal das Herz gebrochen hat. Er versucht sie wieder zu umwerben, aber kann Rebecca ihm wirklich trauen? Wie gesagt, er hatte ja schon einmal das Herz gebrochen. Mehr dazu erfahrt ihr auf jeden Fall in einer Rezension, die ich wahrscheinlich dieses Jahr in meinen Adventskalender reinpacken werde. USA macht wiederum 2 Punkte auf der Reiselust-Challenge. Und last but not least bin ich mal wieder nach Santa Catarina in die Toskana gereist. Nämlich ins Kloster von Schwester Isabella. Das war der 8. Fall, glaube ich, jetzt für Isabella. Eine Stimme für den Tod. Der örtliche Maresciallo ist total begeistert. Endlich hat ihn der Bürgermeister als künftigen Schwiegersohn akzeptiert. Doch in Santa Catarina ist der Wahlkampf ausgebrochen. Und es gibt einen großen Konkurrenten um das Amt des Bürgermeisters. Doch genau ausgerechnet dieser Mann, der Konkurrent, wird wenig später erschossen aufgefunden, mit der Waffe des Bürgermeisters. Somit gerät er natürlich unter Mordverdacht. Carabiniere Matteo setzt gemeinsam mit Schwester Isabella alles daran, ihn von diesem schrecklichen Verdacht zu befreien. Ob es den beiden gelingt und was dahinter steckt, müsst ihr selber lesen. 4 Sterne. Es war schön, mal wieder zu Isabella in die Toskana zurückzukehren. Ja, das also war jetzt mein Lesemonat mit insgesamt 13 zusätzlichen Punkten auf der Reiselust-Challenge, womit wir jetzt Ende Oktober bei 146 Punkten stehen. Ich habe mir die 150-Punkte-Marke gesetzt Anfang des Jahres, da bin ich jetzt schon ganz, ganz nahe dran. 2 Monate Zeit haben wir ja noch. Mal schauen, was da noch an Punkten dazukommt. Also, das war's jetzt mit diesem Video. Bleibt dran, beim nächsten Video sehen wir uns wieder. Meier 3007.